Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Rot-Weiß Oberhausen im Gästegrün. Satt wie der Rasen von links nach rechts. Los geht's. Mit der Qualität nur ein Punkt aus zwei Spielen wäre überschaubar. Stopp, Balkamp! Und Balkenhoff mit der ersten Parade dieses Spiels. Moritz Stoppelkamp, wunderschön gemacht. Sven Kreier, Stoppelkamp direkt und Balkenhoff fliegt genauso schön wie der Schuss von Moritz Stoppelkamp. Mit Tim Luca Zimpel, Elias Demir Aslan, Serkan Temin und Yusuf Örnek. Kleinsorge, Kreier und was für eine Rettungstat! Was für eine Rettungstat dort auf der Linie. Kreier. Und dann hält er die Rübe rein. Und das war Luis Almaroth, der das Ding da rauskratzt gegen die Laufrichtung. Wahnsinn. Meier verliert da den Ball. Klaas, Kleinsorge, Nyombo und Balkenhoff. Auch da wieder Klaas, Topflanke, Kleinsorge, super zurückgelegt. Und Nyombo mit der Direktabnahme. Balkenhoff super pariert. Meier, bisschen allein auf weiter Flur. Jetzt mal Viktor Meier, setzt sich da gegen Stadtmann durch, muss alleine gehen. Meier, Viktor Meier und Robin Benz ist das erste Mal da. Ähnliche Qualität wie auf der anderen Seite. Und Robin Benz macht das schnell. Der hat gesehen, dass da einiges an Luft auf der linken Seite ist. Und Kefkir ist schnell. Ozan Kefkir. Kleinsorge, der hat einiges am Platz. Könnte Stoppelkamp mitnehmen. Kleinsorge! Munsters gegen Montag. Montag behauptet sich. Scharf rein, Balkenhoff, Kreier, Tor! Der zählt, natürlich zählt er! Das werden wir jetzt in der Wiederholung nochmal sehen. Montag, scharf rein, Balkenhoff lässt den fallen. Und in dem Moment, wo der Ball auf den Boden kommt, ist Kreier da und abgewichst und spitzelt den aus den Händen von Christopher Balkenhoff. Und Kreier dann mit dem Abschluss kein Tor. Jetzt aber Kefkir. Kefkir wieder Balkenhoff. Der linke Fuß. Gelbe Schuhe, kann er die Bananenflanke reinbringen? Macht er gut! Das 2:0 für RWO. Passend zu unserem Format Bananenflanke bringt der Ozan Kefkir diesen Freistoß da rein. Wie die berühmt-berüchtigte Bananenflanke. Und dann müssen wir mal gucken, wer es am Ende gewesen ist. Und da stehen wieder Stoppelkamp und Kefkir bereit. Kurz ausgeführt, Ozan Kefkir. Kleinsorge. Chippt den Ball gut rein. Stadtmann aus dem Hintergrund. 3:0. Tim Stadtmann mit seinem Treffer zur Rückkehr. Rausgeklärt in die Mitte. Und Stadtmann fackelt nicht lange. Und Christopher Balkenhoff kann den Ball nur hinterher gucken. Spielen sie es ruhig und sauber hinten rum. Esekwem mit dem Fehler. Kotrell Esekwem, Viktor Meier. 1:3. Und noch 21 Minuten zu spielen. Kotrell Esekwem mit dem Stockfehler. Und Elias Demir Aslan geht dann dazwischen, legt ab. Auf den Top-Torjäger der letzten Saison, Viktor Meier. 1:3. Jetzt der Freistoß. Stoppelkamp.
Balkenhoff. Stoppelkamp, Ruskis. Und man hat immer das Gefühl, wenn Oberhausen einen Angriff sauber zu Ende spielt, dann steht es hier 4-1. Wie hier, Stoppelkamp, Retscher! Was für ein fantastisches Tor! Rino Retscher, 88. Minute, Deckel drauf. Und dieser Treffer lebt von der Einzelaktion von Moritz Stoppelkamp. Chippt den Ball über die Abwehrreihe von Lippstadt in den Lauf von Rino Retscher. Und der fackelt nicht lange. Und beendet hier jegliche Hoffnungen in Rot und Schwarz. Und Rot-Weiß Oberhausen wird damit am dritten Spieltag den ersten Saisonsieg feiern. Und Schiedsrichter David Markus Koy, der pfeift pünktlich ab. 4-1 gewinnt Rot-Weiß Oberhausen beim SV Lippstadt. Nach Toren von Sven Kreier, Pierre Fasnacht, Tim Stappmann und Rino Retscher. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.